Ja, wie gesagt, wir sind das Team Die Erbauer. Was ist unser Konzept oder was ist unsere Vorstellung von einer fairen Stadt? Oder was soll in Zukunft besser gemacht werden? Wir müssen in Zukunft Baugrund sparen, da immer weniger Platz für immer mehr Menschen ist. Und von daher muss man auch, es soll ja nicht zu einer grauen Stadt werden, also dass nur noch alles eintönig ist. Und man muss halt Raum sparen und zum Thema fair, dass es allen zugänglich gemacht werden soll. Dazu haben wir uns Folgendes überlegt. Ja, hier ein ganz toller Eingang. Ja, zum Thema Dekoration. Man kann halt Dekoration auch im Sinne von Eingängen und die Bilder dazu halt, dass man das Ganze künstlerisch gestaltet, die Eingänge der Häuser. Auch die Idee von dem hier ist, dass wir halt auch die Dekoration in den Boden machen könnten. Rein theoretisch halt, dass man die Dekoration im Boden unterbringt und man somit auch den Boden nutzt. Ja, man kann das auch mit Wassertanks gestalten, so als kleines dekoratives Element. Wassertanks und ja, gut, das haben wir. Auch Büsche mitten im Hauseingang pflanzen, also pflanzen. Ne? Ja, hier halt so mal eine Straße. Gut, das Bild war unnötig. zum Thema Baugrund sparen dachte ich, dass wir halt in Zukunft halt so Reihenhäuser machen, dass halt Haus an Haus steht. Das sind halt hier zwei ja, Häuser nebeneinander. Ja, wir brauchen ja in Zukunft auch, könntet ihr da bitte mal kurz still sein, danke. Wir brauchen in Zukunft ja auch Energie. Und da kann man ja auch die Häuserdächer nutzen. Wir brauchen ja keine extra Flächen zu schaffen in Städten. Wir können ja auch einfach die Dächer der Häuser nutzen, um dort Solarpanels, also Energie zur Energieerzeugung nutzen. Ja, auch kreative Gebäudeformen sind natürlich nicht ausgeschlossen, wie unser, ich weiß nicht, wie viele Ecken es hat. Aber es ist halt nicht einfach dieses normale Viereck, wie es halt immer zu sehen ist. Ja, gut. Barrierefrei, da habe ich mir oder haben wir uns gedacht, dass halt in Zukunft Aufzüge notwendig sind, dass wir in jedem Haus Aufzüge brauchen und somit das für jeden zugänglich machen. Auch freier Baustil, also man kann auch besonders kreativ bauen. Ja, von innen, man kann hier halt eine, dass halt jeder so seine eigene Kunstgalerie bei sich hat, mehr oder weniger. Ja, noch ein anderer Raum, der mal ähnlich gestaltet ist. Ja, so ein bisschen von innen. Hier halt so die Gestaltung der Küche mehr oder weniger, dass wir halt so Aufstiegshilfen machen, damit auch jeder den Herd nutzen kann. Ja, nicht viel zu sagen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Super.